Herzlich willkommen zu Sven zockt Police Officer irgendwas Streifendienst Simulator. Wir sind wieder in Brighton und wir müssen mit Olivia Smith einen neuen Tag im Büro verbringen, beziehungsweise im langweiligen Leben eines Streifpolizisten. Und ich denke, wir werden uns heute mal nach Baytown bewegen. Einfach nur so, weil ich da schon lange nicht mehr war, denke ich. Und sagen mal, Schicht beginnen und schauen, was uns da heute für aufregende Tätigkeiten erwarten. Marco, Polizeipräsenz zeigen. Soll ich jetzt quasi in den verschiedenen Stadtteilen einfach auftauchen? Ist das alles? In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Okay, wie zeige ich denn Polizeipräsenz? Erstmal mit einem dicken Auto, würde ich sagen. So, und dann, keine Ahnung, fahre ich einfach rum? Ich weiß nicht, wie zeigt man denn Präsenz? Würdest du bitte weiterfahren? Oh, ich habe keine Lust zu warten. So, das regeln wir so. Ich muss immerhin Präsenz zeigen und dafür muss ich auch präsent sein und nicht vor einer Ampel im Stau. Ich Ausschau nach einer Person halten. Okay. Eine Frau mit Haaren. Sind sie das? Nee. Wie soll ich hier denn? Hä? Okay. Hemd, schwarzer Anzug. Oh, die hatte einen schwarzen Anzug an. Oder was ist die? Nee, die hat eine Hose. Eine Ahnung. Was ist das denn wieder für ein Quatsch? Suchen Sie gesuchte Person. Wie sieht es mit Ihnen aus? Ne, grüne Haare. Wow. Würden Sie bitte nicht einfach so in mich reinfahren? Danke. Tschüss dann. Ich habe was Wichtiges zu tun. Ich soll eine Frau im schwarzen Anzug finden. Oh, ist das nervig. Oder ist das da? Guck mal, da ist doch was eingemalt auf meiner Karte. 200 Meter, vielleicht ist die da ja irgendwo. Wir gucken mal. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. 160, 150. Wahrscheinlich hier ums, um die Kurve. Jungs, ihr habt doch gesehen, dass das Polizeiauto da ist. Was soll das? Meine Güte. Ich habe den Ort erreicht und werde nach der verdächtigen Person. Den Ort erreicht und wendet der verdächtige Ton weg. Warte, ist sie doch jetzt hier irgendwo? 6 Meter? Warte, habe ich gerade dran vorbeigefahren? 20 Meter in diese Richtung. 5, 3, 8. Hä? Ist sie in einem Auto? Ich habe die verdächtige Person. Ich habe sie gar nicht gesehen. Die gesuchte Person ist entkommen. Ich check das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Mal gucken, was wir noch so haben. Ich kann auch keine Präsenz zeigen. Ich check hier nichts. Ja, das kann ich wenigstens. Machen wir Verkehrskontrolle. Verkehrskontrolle kann ich wenigstens. So, Gott sei Dank kann ich durch alle Leute hier einfach so durchfahren. Ich bin so verwirrt hier. Ich zeige hier Präsenz ohne Ende und das wird hier nicht honoriert. Check das Ganze. Die ganze Aufgabe von heute noch nicht so richtig. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja lernfähig und flexibel. Was? Hier, das geht mit hoher. Ach, da ist das rote. Eine hohe, hier, Dingens, hohe Kriminalitätsrate. Das kann natürlich sein. Erstmal selbst die Verkehrskontrolle hier sabotieren. So, wir parken mal hier. Zack. Perfekt. Ein bisschen weiter vor, noch aussteigen kann.
So. Bitte fahren Sie woanders her. Hier ist eine Verkehrskontrolle. Das ist wichtig. Ich komme da nicht durch. Ah, ist das ätzend. Moment. Dann parken wir halt ordentlich hier hinten. So, jetzt kann ich aber aussteigen. Dann kann ich nicht. Jetzt aber. Meine Güte. So, Verkehrskontrolle. Auf geht's. Ja, fahr mich erstmal um. Was stimmt nicht mit dir? Wo ist meine Kelle? So. Du bist der erste Kollege hier und weil du mich umgefahren hast, hast du schon mal schlechte Karten. Das sag ich dir. So, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Bitte folgen Sie meinen Anweisungen und kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Du könntest mir erst deine Ich hätte gerne Ihren Fahrzeugpapiere Führerschein zeigen. und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Ja, natürlich, Officer. Hau raus. Was hast du da? Fred Korhonen. So. Wenn ich das richtig sehe, geht er noch mit nächstes Jahr. Das ist alles schön. Das geht auch noch mit nächstes Jahr. Bitte schön. Dann würde ich sagen, fahr mal weiter. Viel Alles in Spaß. Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Wie geht's? Geht so. Ich muss hier Verkehrskontrollen durchführen. Ich habe keine Zeit zu plaudern. So, mal gucken, wer als nächstes kommt. Aha, das sieht schon nach Schwerverbrecher aus. Guten Tag. Fahren Sie an den Straßenrand. So. Guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Hab ich was falsch gemacht? Nein, 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 noch nicht. Gucken wir mal. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Läuft das nächstes Jahr ab? Du bist der Campbell Reno. Bitteschön. Du hast geweitete Augen, wurde mir gerade Bitte steigen gesagt. Sie aus und kommen Sie auf Meine den KI hat Bürgersteig. das hier ausbekommen, deswegen müsste ich einmal ganz kurz checken. Ich will das auch nicht. Wen rufst du an? Du kannst jetzt nicht deinen Anwalt anrufen. Lass doch erstmal. Du weißt doch gar nicht, ob ich dich verhaften will. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, also, auf geht's. Ich möchte gerne einmal testen, ob du Alkohol Alles getrunken klar. Ich hast. nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nö, das klingt doch gut. Dann gucken wir noch nach Drogen und wenn das auch gut ist, dann kannst du gehen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Amphetamine. Du hast Amphetamine gefressen. Das ist nicht gut. Dafür wirst du leider festgenommen. Betäubungsmittel, Sie Amphetamine. sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verhaftet. Bitte, nein! Doch, doch. So, dann würde ich sagen, rufen wir Ich den brauche Verstärkung, um eine Gefangenentransport. verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Perfekt. Und dein Auto lassen wir schön abschleppen. Das durchsuchen wir aber erstmal noch. Marihuana gefunden? Ich werde gleich bei deinem Standort sein. Naja, okay. Dann behalte ich das einfach. Ich Guck mal, ob übernehme noch die was Führung, Schönes drin ist. Personenpartner. Oh, noch ein Bitte kooperieren illegaler Sie im Rahmen einer Gegenstand. Routinekontrolle. Was auch immer das ist. Ich habe keine Wahl. Oh, ein Notizbuch. Das ist natürlich illegal. Nee, noch mehr Marihuana dann, ne? Ich auch den Kofferraum öffne. Eine Leiche. Würfel. Naja, die behalten wir. Haben wir hier noch Schönes? Eine Handfeuerwaffe. Ich hoffe, da hast du einen Schein für. Aber du bist jetzt eben im Knast, von daher. Real. Menschliche Zähne. Boah, gut, dass man dich Hier muss ein mitgenommen Fahrzeug hat. abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer.
Perfekt. Da ist der Abschleppwagen, den lassen wir doch durch. Und wer auch immer dahinter ist. Halt, stopp! So, was hast du dir so gedacht, dass du hier durchkommst, ne? Der Fahrer konnte mich nicht sehen. Gerade ein bisschen stauig hier, tut mir leid. Aber der Typ vor Ihnen, der war total zugekifft. Nee, eigentlich nicht. Er hat nur Amphetamine genommen. Er hatte Marihuana nur für später dabei. Aber da verstehe ich in der Uniform leider keinen Spaß. Würde mein Gesicht gerne sehen. Dreh dich. Zeig mir dein Gesicht. Guck nicht immer weg. So. Boah, ist es für ein bisschen schwindelig. Da. Hallöchen. Führerschein, Verkehrskontrolle. Tun Sie einfach, was ich sage. Führerschein, Überleben Sie bei Verkehrskontrolle, einer bitte. Routinekontrolle. Was habe ich falsch gemacht, Officer? Gar nichts, du warst einfach nur vorne. Ich Also, möchte bitte zeig Ihren her. Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Was? Zacharia, Zacharia Yamashita. Alles klar. Wo ist dein Versicherungsschein hier? Kriegst du jetzt erstmal ein, weil du keinen Versicherungsschutz hast? Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Wie viel Geld habe ich nicht? Du darfst auch gleich aussteigen, wenn du mir Schönen auf den Tag Sack noch. gehst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Abgang. Fenster hoch und siehst, dass du davon kommst. Mann, Mann, Mann. So viel Geld habe ich nicht. Das ist doch nicht mein Problem. Dann geh arbeiten. Jo, Tag auch. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Warum schüttelst du die Hand? Du hast gerötete Ihren Augen. Ausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Ach, du darfst doch gleich auch wieder Natürlich, aussteigen. Officer. Bitte schön. Zeig mal her. Salvatore Xu. Alles klar. Das Ding ist noch gültig, alles hübsch. Dein Versicherungsschutz ist auch sehr schön. Finde ich gut, kannst du wieder haben. Deine roten Augen machen mich ein bisschen kirre, dementsprechend Bitte steigen Sie aus aussteigen. dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. So, zacke die zack, zack. Komm, das geht ein bisschen flotter. Hier bin ich den ganzen Tag Zeit. Sehr schön. So, dann bitte einmal boosten. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Naja. 0,19. 0,019. Das habe ich schon schlimmer Ich muss gesehen. nur eine Drogen? Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Denn Drogen ist wirklich interessant. Nein, bist du nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, gute Fahrt. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, nächster. Wie Ah geht's, nee, Officer? fertig. Guck mal, sehr schön. Da kann ich ja Feierabend machen hier in dieser seltsamen Geschichte. Wir müssen nach Baytown und nach Jefferson. Deswegen gucken wir jetzt mal auf unseren Polizeicomputer. Kellen haben wir jetzt fertig. Jefferson. Dann würde ich jetzt nach Jefferson fahren. Einfach mal hier so hin. Und dann mal gucken, was uns da so erwartet. Nicht, ich bin gerade sehr Ich kümmere mich beschäftigt. gerade um ein anderes Problem. Ja, ich kümmere mich gerade darum, wie mein Auto funktioniert. So, Callahan haben wir komplett geschafft. Jetzt wollen wir mal uns das nächste angucken. Ich kann links und rechts nicht voneinander unterscheiden, offensichtlich. So, jetzt zeigen wir hier ein bisschen Polizeipräsenz. Einmal kurz auf meinem Polizeicomputer gucken, dass wir die komische Route da jetzt rauskriegen. Weg damit. So, und dann fahren wir einfach mal eine Runde geradeaus in der Kurve.
und gucken mal, ob wir hier was finden, wo Präsenz gebraucht wird. So, fahren wir hier drüber so ein bisschen. Dieses Fahrzeug hat eine rote Ampel überfahren. Das ist mir egal. Zeigen Sie Präsenz. Ich bin gar nicht da. Ja, leichter Unfall, bin ich bei. Ich muss zu einem leichten Unfall. Oh, oh. Ja. Da ist jetzt der Polizist. Ach, Junge. Du hast eine rote Ampel überfahren, da ist das Problem. Ehrlich, das hast du jetzt davon. Sieh zu, wie du klarkommst. Da dubidi du, da dubidi dai, dubidi dub dub, dubidi dai, shubi du du wap wap, die Bau. Leichter Unfall, hoffentlich darf ich wieder alle festnehmen. Was hast du ausgefressen? Ich bin am Unfallort eingetroffen und werde mich darum kümmern. Bin ich? Ach so, ja, tatsächlich bin ich. Gut. So. Wenn du siehst, dass der Polizist da rückwärts fährt, ignoriere das doch einfach nicht. So, wir brauchen unseren Fotoapparat. Erstmal die Situation festhalten hier. Da ist ein Stück Gelumpe, aber da ist ja noch viel mehr. Da ist noch ein Stück Gelumpe. Ist auch noch fotografieren. Ja, zack, und die Bremsspur gleich mit. Dann haben wir hier ein total zerstörtes Auto. Zack, die Zack. Zack, einen traurigen Mitarbeiter oder Menschen. Oh, und ich sehe auch gerade, dass wir hier gleich ganz dringend den Krankenwagen brauchen. Das Auto ist auch völlig in den Fritten. Hier geht's. Ich kümmere mich gleich um euch, ich muss erst Fotos machen. Perfekt. So, bitte recht freundlich. Hier scheint alles gut zu sein. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Alles klar, gut. Packen wir die Kamera mal weg und fangen mal an, die Zeugen zu fragen, was hier eigentlich los ist. Was ist mit dir? Was genau haben Sie gesehen? Ich bin mir nicht sicher, Officer. Vielleicht habe ich vergessen zu blinken. Ja, vielleicht ist es auch völlig unhöflich, die Kopfhörer drin zu lassen, während man mit der Polizei telefoniert. Oder spricht. Nicht telefoniert. Eben nicht telefoniert. So, was haben wir denn da? Uyuk Imanov, alles klar. Uyuk, Uyuk, Uyuk. Jetzt erstmal wieder haben. So, dann lass uns doch bitte mal ganz kurz einen Alkoholtest zu machen. Eieiei, besoffen bist du schon mal, das ist nicht gut. Drogen auch. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. THC und Alkohol. Party People, würde ich sagen, ne? Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, Alkohol. Ich muss Sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Ja, muss sein, sorry. So. Dann, was ist mit dir? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Gib mal Führerschein. Nein, Quatsch. Gib mal Führerschein. Ich möchte einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. Ja, hau raus. Augusto Stone. So, so. Ja, sieht ja alles gut aus. Bitteschön. Augusto Stone. Haben Sie Alkohol getrunken? In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö. Sehr gut, Augusto. War das hier mit Drogen? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nö, auch nicht. Das war schon mal gut. Taco. Hast du alles gut gemacht? Ciao. So, was ist mit Ihnen? Hier scheint ja auch noch ein bisschen mehr passiert zu sein mit der Karre, oder? Komm her.
Was ist mit dir? Bleib mal stehen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist ohne Blinker abgebogen. Das ist sehr gefährlich, Officer. Ja, deswegen wird diese Person auch gleich verhaftet. Hast du denn irgendwas ausgefressen? Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Paloma Anderson. Paloma. Spannender Name, alles klar. Bitteschön. Du kriegst erstmal den Strafzettel, weil ich keinen Versicherungsschutz gesehen habe. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Weil du mir auf die Nüsse gehst. Alkoholtest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nö, das schon mal nicht. Und wie sieht's mit Drogen aus? Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Perfekt. Gut, gut. Da will ich hier schon mal einen Unfallbericht geben. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitteschön. So, und dann kannst du gehen. Das war's dann. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So, das hätten wir. Euch würde ich mal einen Rettungswagen rufen. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten. Nimm alle Magenschmerzen. So, du darfst auch gehen. Hier ist dein Unfallbericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. So, und tschüss. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, du kriegst auch noch einen Unfallbericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Gerne, gerne. Und dann soll ich noch einer abholen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Perfekt. Hey. So, und das wird auch abgeschleppt. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Perfekt. So, da wollen wir mal wieder fahren. Problem ist, dass wir jetzt aus diesem Bereich raus, wo wir eigentlich hin sollen. Deswegen fahren wir dann mal wieder ein Stück zurück. Ah, das hutet im Ohr. Nicht schön. Ich würde auch in echt kein Polizist sein, wenn mir das Getüdel auf die Nüsse gehen würde. So, mal gucken, ob wir hier Präsenz zeigen können. Dieses Fahrzeug hat eine rote Ampelüberfahrt. Perfekt. Da wollen wir uns den Burschen noch gleich mal schnappen hier. Sondern die Winkelkelle. So. Du, Kollege. Hey! Hey! Fahren Sie an den Straßenrand! So, der Kollege ist auf dem Straßenrand fährt. Brav. Was ist mit dir? Du sollst ja an den Straßenrand fahren. Du hast eine rote Ampel überfahren, so geht das nicht. Das ist für dich der Straßenrand? Nee, ne? Du fährst jetzt hier. Ey, Kollege, willst du Stress? Du sollst an den Straßenrand fahren, habe ich dir gesagt. Ah ja, okay. So, der Fahrer ist mit dem Fahrzeug, nein, fahren über Rot. Sie werden angehalten wegen Fahrens bei Rot. Das Auto nach mir ist auch noch gefahren, also muss bei mir noch grün gewesen sein. Ja, das ist natürlich eine steile These. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. Das ist natürlich eine steile These. Carlo Acosta. Das sieht ja erstmal alles gut aus. Alles klar. Ich werde dir auf jeden Fall für die rote Ampel einen Strafzettel geben. Hier ist ein Strafzettel wegen Überfahrens einer Ampel. Das kostet zwischen 120 und 250 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Geh mal nicht auf die Nüsse. Fahr. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ehrlich. Kurz davor, den rauszuziehen. Aber so kurz davor.
Die sind hier beim Verstau in dieser Straße, ehrlich. So. Dann mal schauen, was wir sonst noch so entdecken hier. Bis auch, guck mal, er da hinten, der qualmt ganz schön. Den halten wir an. Halt, stopp. Kann ich das nicht auch irgendwie aus dem Wagen heraus sagen? Oh nein, ich bin aus dem Gebiet raus. Hast du Glück gehabt? Oh, Junge. Bisschen schneller fahren, dann passiert dir sogar auch nicht. Ehrlich. Schlimm. Das sollte sich die Polizei drum kümmern. Ich zeige Präsenz in der Fasse, weil das mein Chef so will. Ich zeige Präsenz in der Fasse. Ein Fahrzeug, das kein Blinker gesetzt hat. Ich parke jetzt hier einfach und gehe mal ein bisschen zu Fuß rum. So. Officer? Jo, Tag. Nee, nicht ansprechen, zurückgrüßen. So, es muss reichen. Okay, der darf hier stehen. Der darf hier stehen. Der darf da stehen. Auch grün. Der steht doch eindeutig in die Fahrtrichtung hier. So geht das nicht. Strafzettel wegen falsche Fahrtrichtung. Zack. So, für ihn hier gilt das gleiche. Zack. Zack, zack, falsche Parkrichtung. So, was haben wir hier Schönes? Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Ich bin da. Ich kümmere mich drum. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Okay, jetzt laufen wir da zu Fuß. Ja, gut, bitte, dass wir diese Person finden. Ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Nee, geht jetzt gerade nicht. Ich... Wieso kann ich denn hier nicht durch? Nein. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Ach, das kann doch nicht sein. Ist das echt außen rumlaufen? Nein. Sehe ich aus wie dein Freund und Helfer oder was? Ich muss Aya Daniels finden. Meine alte Erzfeindin. Damals noch aus dem Krieg mit der Sowjetunion. Jetzt ist sie wieder in der Stadt. Ich werde sie finden. 248 Autos hat sie geknackt. Und ich finde sie. Apropos Auto, ich weiß gar nicht, wo ich meins hingestellt habe, aber ist auch egal. 200 Meter! Dieses Mal werde ich sie finden, die Person. Da gibt's nichts. 160 Meter. Ich komme immer näher. Ja. Es ist gerade keine Polizeipräsenzzeit. Kann nichts dafür, dass Aya Daniels nicht in meinem Gebiet ist. Immer noch entfernt. Sie ist schneller weg, als ich grün komme. Ist doch was falsch. Jetzt aber, jetzt komme ich mit großen Schritten näher. Ich krieg sie. Ich kann sie schon riechen. Es riecht nach Aya Daniels. Hemd unbekannt, Hose himmelblauer Rock. Ich habe den Ort erreicht und werde nach der verdächtigen Person suchen. Himmelblauer Rock. Meter, wir nähern uns. Sie ist auch noch bewaffnet. Eieiei. Die läuft doch um das Gebäude rum. Die verarscht mich doch. Das ist sie. Das ist sie. Himmelblauer Rock. Sie haut ab.
Sie läuft weg. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Huah! Bitte tun Sie mir nicht nochmal weh. Ich werde jetzt gehorchen. Ach, jetzt wirst du gehorchen. Ich brauche bitte deinen Ausweis. Ich möchte einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Hier ist mein Ausweis. Bitte sehr. Ja, da brach mir doch einer einen Storch. Du bist die Frau, die ich gesucht habe. Die Person klingt verärgert. So, so. Handschellen anlegen. Weil du eine gesuchte Person bist. Gibt es das? Offener Haftbefehl? Sie sind festgenommen, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Sie sind ein lausiger Cop. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Hopp, hopp. Husch, husch. Husch, husch. Ein bisschen schneller. Ich will dich abholen lassen. So, zack. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Aufklärung einer Situation erforderlich. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Perfekt. So, jetzt bleibe ich noch kurz. Nicht, dass du gleich wieder abdüst. Das wollen wir ja nicht. Aha. Hier ist 4562. Ich suche nach der verdächtigen Person. So, der freundliche Officer wird sich jetzt um Sie kümmern. Das ist gut, viel Spaß. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Streifen. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Streifen. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Verkehrskontrolle? Ich habe bald Feierabend, ich kann jetzt nicht. Ich muss Präsenz zeigen. Guck mal da, er hier zum Beispiel. Da holen wir direkt die Kelle raus. Ey, du! Fahren Sie rechts ran! Ich möchte mit Ihnen sprechen! Ihr Auspuff qualmt ziemlich. Rechts ran fahren. Hopp, hopp. Guten Tag. Guten Tag. Nee, gerade gar nicht. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ich warte gerade auf Grün. Ich kann jetzt nicht. So. Alter, qualmt dein Auspuff. Okay. Ein etwas spannendes Manöver. Und du fährst natürlich auch genau in den Bereich, wo es mir wieder keine Punkte mehr bringt. Aber was soll's. So. Alter Falter, dein Fahrzeug qualmt. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen übermäßig raucht. Tut mir leid. Das finde ich aber nicht. Das finde ich aber nicht. Okay, aussteigen. Aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja, tut mir leid, aber so manche Antworten, die triggern mich. Das finde ich aber nicht. Hast du das mal gesehen? Du ziehst eine Rauchwolke hinter dir her. Fassbar, das finde ich aber nicht. Ich hier gehöre. Jo, Tag. Hey. So. Also, Führerschein. Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Yes, Malcolm. So, so. Okay, okay, alles noch im gültigen Bereich. Kannst du wieder haben. Ich würde gerne einmal Alkohol- und Drogentest machen. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ah, betrunken sind wir auch noch. Schön, schön. Kann ich gerade nicht. Um ein anderes Problem. Drogen vielleicht noch? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ja, Drogen auch noch, sehr schön. Dann bist du definitiv zweimal festgenommen. Ich würde das mit dem Alkohol nehmen, das reicht. Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte, Officer. Bitte, Officer. Wäre es mal nicht so frech gewesen, hätte Strafzettel gegeben, fertig wäre die Kiste. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Aber nein. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Mann. Ehrlich, immer diese dummen Menschen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, warten wir mal, dass du auch mitgenommen wirst. Hi, wie geht's Ihnen? Darf ich mal Ihren Personalausweis sehen? Ihren Ausweis bitte. Natürlich, Officer. Bitte schön. Ich habe gerade Zeit, weißt du? Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Danilo Simmons. Okay.
Alles klar, Danilo. Dann hau rein, schönen Tag Sie noch. können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, das war ein perfektes Beispiel für Polizeiwillkür. Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Wir senden eine andere Einheit. Hi, heute im Jogging-Modus? Bitte kooperieren Sie und begleiten mich zum Polizeiwagen. Ihre Schicht ist um. Keine andere Wahl. Keine andere Wahl. So, meine Schicht ist eh um, jetzt ist Feierabend. Keine andere Wahl. Feierabend. Ich muss es leider nach Hause gehen, ob ich will oder nicht. Ich habe keine andere Wahl. Hiya! Ich habe Nataschas entdeckt. Nataschas, was auch immer. Hey, hey, hey! Ich glaube, es hackt. Ich mache gerade Feierabend und du klaust hier Geldbörsen. Mussten Sie mich so hart zu Boden werfen? Und ob ich das wusste? Was ist mit dir? Würdest du bitte mal die Geldbörse wieder zurückgeben? Bitte mit mir zusammen. Ich glaube, es hackt. Oh nein. Was? Oh nein. Ich sag mal, bist du doof? Ich hab Feierabend. Ich hab keine Zeit für so eine Kacke. Komm jetzt her. Ich glaube, es. Ja, genau. Renn doch vor ein Auto. Oh. Wo bist du? Da. Komm her. Ich krieg dich. Oh. Ich fange dich auch noch ein zweites Mal. Ey, ich glaube, es hackt. Was, bist du ein Hase? Das hat wehgetan. Ja, das hat wehgetan. Ja, das hoffe ich arg. Erstmal gibt es jetzt Handschellen hier. So, für Flüchten. Sie sind festgenommen, da Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Mein bitte Gott. Nein. Bitte nein. Ich will Feierabend machen. Und du? So, hier, Gefangenentransport. Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Perfekt. So. Ach so. Verhaftung, ich muss erst das Portemonnaie von dir wieder kriegen. Die Verhaftung ab. Nicht länger erforderlich. Verstanden, werde die Verstärkung zurückbeordern. Sehr gut. So, und jetzt halt. Gib mir ich werde das mit der Zeug. Versuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Er hat es in der Hand. Smartphone, gestohlene Geldbörse, sehr schön. So. Jetzt aber. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Danke. So, und ich gehe jetzt eben deine Geldbörse zurückbringen. Lululululululu. 50 Meter, wer ist das denn? Er da? Er sieht ein bisschen danach aus. Rufen Sie die Polizei! Man hat meine Geldbörse geklaut! Hier. Alles klar, hier ist Ihr gestohlenes Eigentum. Gott sei Dank waren Sie da, Officer. Danke. Der Dieb ist wohl offensichtlich geflohen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Fahren Sie mal weiter. Was so unlogisch ist, dass du vielleicht zu Fuß unterwegs sein könntest. So, jetzt aber Feierabend. Feierabend? Ich bin wieder auf der anderen Straßenseite. Feierabend. Feierabend. Ich bin ein Polizist und ich mache jetzt Feierabend. Guten Tag, Officer. So, hier rein. Katschim, katscham, katschim. Wo ist mein Berichtscomputer? Der ist es nicht. Dann nehme ich halt. Eh, mein Lieblingscomputer von allen. Das war eine aufregende Runde heute, würde ich sagen. Alter Falter, was wir alles wieder geschafft haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Guck mal hier. Oh, warte mal. Nee, ich bin vor. Ah, nee, es reicht nicht für ein neues Level. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja, ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu lame. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Sven zockt Police Department Officer Simulator Schichtdienst Gelumpe. Dankeschön. Ciao.